Bei strahlendem Sonnenschein und einer Brise Wind von der Lahn hat der Rheinland-Pfalz-Tag vom 16. bis zum 18. Juni die Besucher das ganze Wochenende begrüßt. Und an der EKHN-Bühne gab es viel zu entdecken. Die Artistengruppe Fly Guys hat extra zum Motto Brücken bauen eine Choreografie entwickelt. Mit ihrer Show aus Tanz und Akrobatik waren sie ein absoluter Zuschauermagnet. Etwa 8.500 Menschen haben an dem Wochenende das Programm auf und vor der EKHN-Bühne verfolgt. Zwischen den Shows der Artisten sprachen auf dem blauen Sofa der Bühne beispielsweise die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie Bischof Georg Betzing und Kirchenpräsident Volker Jung mit Albrecht Beer von der Diakonie. Dazwischen gab es ein buntes Programm. Und auch gegenüber der Bühne war das 3D-Street-Art-Kunstwerk von Edgar Müller ein beliebter Ort für Erinnerungsfotos. Auch Kirchenpräsident Jung ließ es sich nicht nehmen, die Brücke über dem Abgrundbild zu besteigen. Auch beim ökumenischen Gottesdienst war die Stimmung gut. Bischof Georg Betzing und Kirchenpräsident Volker Jung gestalteten ihn passend zum Motto Brücken bauen. Mit dabei war auch ein großer Chor und Bläser, die ihn musikalisch begleitet haben. Und auch hier zeigten die Fly Guys ihr Können und sorgten mit ihren waghalsigen Sprüngen für viel Applaus. Die Jungs haben das Publikum nicht nur begeistert, sondern schafften es auch, Brücken zwischen den Menschen zu bauen.